So, nach 3 Monaten endlich mal wieder auf dem Weg zur Ostsee, zu unserem Boot. Ich möchte schauen, ob der Sturm, der die letzten Tage durchgezogen ist, auch keine Schäden hinterlassen hat am Boot. Ich gehe mal nicht davon aus, denn sonst hoffe ich, hätte sich die Marina schon gemeldet. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich erstmal schauen. Hab natürlich auch einige Bastelprojekte dabei. So möchte ich zum Beispiel unsere neue Standheizung einbauen. Natürlich möchte ich erstmal nach dem richtigen Montageort schauen. Ich hoffe, dass es da klappt, wo ich mir ausgedacht habe. Und zwar ganz am Heck, unter der Bugskiste. Ja, die Schläuche verlegen, das wird wahrscheinlich das Aufwendigste. Einmal quer durchs ganze Schiff. Da muss man schauen, wo man überhaupt langkommt mit dem Schlauch überall. Und ja, Kabel verlegen, ganz klar. Das werden wohl so die aufwendigsten Sachen sein. Ich hoffe, dass sich das Wetter ein bisschen bessert. Im Moment regnet es ein bisschen, aber das soll sich noch ein bisschen ändern. Ja, schauen wir mal. Und bis gleich von Bord. Während solcher Umbauarbeiten sieht es im Boot meist total chaotisch aus, denn es müssen alle Polster entfernt werden. Irgendwie muss man ja an jede Ecke ran. So, also ich habe mir hier am Heck so eine Platte angeklebt und darauf den Montagewinkel geschraubt. Und da wird jetzt die Heizung erstmal drauf gebaut. Die liegt schon hier. Der Abluftschlauch ist schon angeschlossen. Den Montagewinkel für die Standheizung musste ich später noch einmal drehen, da sie zu dicht am Winkel hinten saß. Und trotz, dass ich schon ein bisschen ausgefräst hatte, das Kabel dahinter keinen Platz hatte. Das ist natürlich alles gar nicht so einfach hier unten in der engen Kiste sitzen. Arbeiten und noch filmen. Aber ich gebe mein Bestes. Zum Verlegen des Lüftungsschlauches muss natürlich wieder ziemlich viel zerlegt werden. Und das macht das Chaos nicht besser. So, guten Morgen. Heute geht's weiter mit unserer Standheizung. Wir werden heute die Verkabelung machen. Ich werde heute den Auspuff montieren, quasi auch das Loch durch den Rumpf bohren und hoffen, dass, wenn wir es heute Nachmittag einschalten, auch so funktioniert, wie ich mir es gedacht habe. Also bis gleich. So, das Wetter sieht natürlich schon mal prima aus heute. Und hier drin herrscht natürlich immer noch das absolute Chaos. Aber ich hoffe, das wird sich im Laufe des Tages noch auflösen. Ich beginne mit dem Verkabeln der Stromzuleitung für die Standheizung. Hierfür habe ich 2,5 Quadrat Kabel 5 Meter verwendet. Diese wird aber nicht ausreichen, wie ich später noch feststellen musste. Diese Kabel werden hier auf einen Sicherungsautomaten geklemmt, so dass man die Standheizung auch vom Strom trennen kann und das Display auch abschalten kann, was sonst dauerhaft an wäre. Das ist fest. Hier im Außenbereich an der Heizung verwende ich Schrumpfverbinder, die das Lötzinn gleich integriert haben,
so dass man sie nur noch mit dem Heißluftföhn erwärmen muss und der Zinn in den Stromverbindern schmilzt und die Kabel miteinander verschweißt. So, die Stelle für den Auspuff habe ich jetzt auch gefunden. Der soll hier ran. Ich habe den ein Stückchen tiefer gemacht als die Standheizung, sodass Kondenswasser hier schön ablaufen kann. Und wenn doch mal ein Schwapp Wasser reinkommt, dann kann das relativ gut wieder zurücklaufen. Ja, jetzt geht's ans Durchbohren. Jetzt muss ein Loch in den Rumpf. Ich bohre das Ganze erstmal von innen durch, sodass ich weiß, wo ich von außen ansetzen muss. So, Loch ist drin. Jetzt kommt das Ganze von außen mit einer Lochsäge. Zum Auskreisen habe ich hier so eine 42 mm Lochsäge. Und da muss ja dieser Schaft durch das Loch und dann markiere ich mir noch die Bohrlöcher, bohre die Bohrlöcher und dann montiere ich das ganze Teil. Hitzebeständiges Silikon hier ran. Als nächstes wird wohl das Schleifen des Rumpfes und das Streichen von Antifouling anstehen. Und bei der Gelegenheit habe ich gleich noch mal eine Frage an die Ostseesegler, da das ja meine erste Saison in der Ostsee ist, was denn ihr für den Antifouling verwendet. Also im Moment habe ich ein selbstschleifendes Weich-Antifouling und das soll das auch wieder werden. Und vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Antifouling verwendet und womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ich habe mir die Bohrlöcher so knapp gebohrt, dass die Schrauben auch schon im GFK halten. Das erspart mir, dass ich von außen jemand brauche, der die Schrauben von außen gegenhält, wenn ich die Motor innen aufdrehe. So, da krieche ich wieder hinunter in meinen Keller. Problematisch ist natürlich, wenn auch noch ein Werkzeug runterfällt dabei und man irgendwie nicht unten rankommt. Vielleicht sollte ich doch mal über eine Diät nachdenken. Beziehungsweise nicht nur drüber nachdenken, sondern auch mal machen. Von innen auch wieder etwas mit Silikon abdichten. Natürlich hitzebeständigem Silikon, denn der Auspuff wird doch ziemlich heiß. Obwohl der Borddurchbruch auch schon auf beiden Seiten eine Gummidichtung hat.
So, also besonders gemütlich ist es hier nicht. Aber es muss ja. Hoffentlich fliegt man ja keine Motor runter. Ach, das ist so eng. Und ich kriege einen Krampf im Bein. Das macht keinen Spaß. Ach so, jetzt muss ich erstmal raus. Irgendwie ist mir mein Motorschlüssel hier unten runtergefallen. So, Auspuff montieren. Die Dieselzufuhr mache ich übrigens über den separaten mitgelieferten Tank, nicht über den Haupttank vom Boot, da ich so auch mal die Möglichkeit habe, Heizöl zu tanken für die Standheizung. Ich habe allerdings noch eine Dieselleitung vom Haupttank zum Tank für die Standheizung gelegt, sodass ich mit einer Pumpe vom Haupttank in den Standheizungstank Diesel reinpumpen kann und im Zweifelsfall auch die Pumpe mal umdrehen kann. Wenn ich auf See mal nachtanken muss, kann ich einfach vom Kanister in den Dieseltank nachtanken. Fest. Auch fest. So, den Schlauch für die Frischluftansaugung. Den werde ich mir dann hier mit einer Schelle auf dieser Seite befestigen. Und möglicherweise sollten sich die Leitungen vom Auspuff und für die Frischluftansaugung nicht berühren. Vielleicht mache ich es auch noch hier drüben. Muss hier eh noch eine Platte auflaminieren für die ganze Elektrik. Ja, ich glaube, so geht das ganz gut. Okay. Ja, die Elektroanschlüsse sollen dann mal hier auf diese Stelle montiert werden. So. Und da kann ich den Schlauch auch gleich noch mit festmachen. Prima. Ich muss erstmal wieder ein paar Arbeiten in stehender Position machen, dass sich meine Knochen wieder etwas entspannen können. Also bauen wir die Bedieneinheit ein. Ich habe natürlich vorher auf der Rückseite geschaut, dass sich da keine Leitungen an dieser Stelle befinden, bevor ich die Löcher bohre. Kabel muss stecken und verbinden. Jetzt noch die Kabel verbinden und dann sollte die Bedieneinheit funktionieren. So, schauen wir mal, ob es geht wie gewünscht. Ja, Display ist schon mal an. Jetzt muss noch der restliche Lüftungsschlauch im Boot verlegt werden.
So, das ist doch prima so. Eine Ausströmungsöffnung muss immer offen sein. Und die anderen zwei, die habe ich verschließbar gekauft. So, jetzt möchte ich natürlich noch zeigen, wo ich den Schlauch verlegt habe, den Lüftungsschlauch. Und zwar geht er hier hinten aus der Heizung raus, geht dann hier unten in die Steuerbordkabine. Dann zeige ich das Ganze nochmal von unten. Und da hinten kommt der Schlauch vom Heck rein, geht hier außen um den Tank herum. Hier unten durch und hier ist die einzige Stelle im Schiff, wo der Schlauch sichtbar ist im Moment noch. Da werde ich mir hier noch so eine Verkleidung drüber bauen und vorne natürlich noch was ran. Ja. Weiter geht's dann. Hier kommt er wieder raus. Geht dann hier oben hinter dem Navitisch lang. Kommt hier auf der Seite unter dem Navitisch wieder raus. Das geht dann hier drüben weiter. Da kommt der Schlauch wieder zurück. Kommt also von hier oben rein. Hier ist ein T-Stück verbaut. Und hier ist die erste Stelle, wo der Schlauch nach vorn rauskommt. Geht dann hier unter der Steuerbordbank weiter. Und geht hier hinten. In die Vorschiffkabine. Im Vorschiff kommt das Ganze in unserem Bad raus, also kommt irgendwo von da hinten und geht dann unter dem Waschtisch in die Kabine rein. Und unter dem Waschtisch durch die kleine Tür ein Loch auszukreisen, macht echt keinen Spaß. Aber es ist ja geschafft und die Düse ist punktiert, also hat sich die Quälerei gelohnt. Abschlusstest. Ach so, zur Verkabelung muss ich noch sagen, ich habe die 2,5 Quadratkabel, die ich am Anfang gezogen hatte, nochmal gegen 6 Quadratkabel ersetzt, da ich zu viel Spannungsabfall auf den 5 Metern bis zur Standheizung hatte. Kann ich gleich nochmal fix zeigen. Die Verkleidung hier hinten ist auch fertig. Und dann schauen wir mal nach draußen. So, Heizung läuft an. Den Auspuff habe ich mit noch so einem Dämmband umwickelt. Hier nochmal der Rumpfdurchbruch von außen. Bisschen laut ist das Klackern von der Pumpe. Aber im Boot hört man es fast gar nicht mehr. Hier ist also das Bedienteil, an dem man verschiedene Einstellungen machen kann. Und natürlich auch die Temperatur hoch und runter regeln. Das hier ist die Raumtemperatur, die am Bedienteil gemessen wird. Als nächstes haben wir die Taktfrequenz der Pumpe. Die Heizung verbraucht beim Anlaufen und im Nachlauf ca. 10 Ampere. Jetzt ist hier die Glühkerze ausgegangen und die Heizung zündet automatisch ohne Strom.
Man kann natürlich auch eine gewünschte Temperatur voreinstellen. Dann läuft die Pumpe auf Volllast, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Mein Fazit zur Schiener Standheizung ist erst einmal positiv. Innerhalb von 30 Minuten war es im Boot angenehm warm. Wenn ihr noch Anregungen, Fragen oder eure eigenen Erfahrungen mit der Schiener Standheizung mitteilen möchtet, würden wir uns über einen Kommentar freuen. Hier noch die Liste mit dem Zubehör, was ich alles noch zugekauft habe zur Heizung. Und einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr demnächst wieder mit dabei sein wollt, vielleicht das nächste Mal auch wieder beim Segeln, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye.